Dieser Schlüssel gehörte dem ersten Hüter. Er hieß Zultis und er starb durch die Hand von Kortek. Vor langer Zeit fiel Mythrax, der Auflöser, über unser Land her. Er tötete alles in seinem Weg, egal ob Troll oder Sethrak. Unser Loa opferte sich, um uns vor dieser Monstrosität zu schützen. Sie hat den Kathrax erschlagen, aber erst nachdem er bereits die Scheibe im Herzen von Atul Aman zerstört hat. Nachdem wir Zeugen seiner Zerstörung wurden, mussten wir sicherstellen, dass niemand Mythrax je wieder erwecken konnte. Trotz seiner immensen Macht konnte Zultis die Barriere nicht allein beschwören. Kortek und ich standen ihm bei und gemeinsam versiegelten wir Mythrax in der großen Pyramide. Als der Sand sich weiter ausbreitete, dürstete es Kortek nach Krieg. Er plante insgeheim, den Kathrax zu befreien und mit ihm als Waffe den Kontinent zu erobern. Waffe? Das ist es, was Jakras jetzt sucht. Ein Kathrax. Wir müssen die Prinzessin warnen. Kortek rekrutierte eine Armee gleichgesinnter Sethrak und metzelte alle nieder, die sich widersetzten. Zultis war der Erste, der fiel, aber zuvor konnte er noch seinen Schlüssel schützen. Wir verbliebenen Anhänger von Sethralis wurden aus unserer Heimat in den Untergrund gezwungen. Seitdem bekämpfen wir die Treulosen.